Sonntag hier im Allianzstadion zur Pressekonferenz nach unserem heutigen Heimspiel gegen die WSG Tirol. Neben mir begrüßen darf ich unseren dreifachen Torschützen Ercan Kara und Cheftrainer Didi Kübauer. Didi, wir starten mit dir. Kann man den Sieg heute als kleinen Befreiungsschlag einordnen? Ja, absolut. Ich denke, es war heute sehr viel im Spiel gestanden, natürlich, weil wir gewusst haben, wenn wir das Spiel heute nicht positiv bestreiten, wird der Druck noch kleiner und die Situation noch besser. Und dadurch hat die Mannschaft heute eine richtig gute Antwort gegeben und macht mich wirklich froh, weil viele, die was vielleicht im Moment nicht so in dieses nötige Glück gehabt haben, weil der Ercan jetzt gerade bei mir sitzt, ich glaube, dass der auch, für den war es auch ein Befreiungsschlag, sage ich mal, und mit den drei Toren hat uns natürlich ungemein geholfen dadurch, aber ich denke, der Druck war immens für die Mannschaft und sie haben den Stand gehalten und deshalb bin ich wirklich sehr, sehr zufrieden mit der Geschichte. Der Trainer hat schon angesprochen, drei Tore, wie hast du das Spiel gesehen und wie erleichtert bist du jetzt nach dem Ende? Ja, wir wussten, dass wir Druck haben, aber wir kennen unsere Qualitäten und die mussten wir nur am Tag am Platz legen und das haben wir heute richtig gut gemacht und wir sind einfach glücklich, dass wir die drei Punkte hier gelassen haben. Wie schwierig war es für dich, auch zumal dein erster Treffer noch aberkannt wurde? Ja, der Vorher ist gerade kein Freund, ich glaube, es ist der zweite Treffer. Aber ja, muss man damit umgehen können, abhaken und weiter. Vielen Dank. Ich darf jetzt um ein Handzeichen bitten, falls es Fragen gibt. Rainer Bortenschlager von der Kronenzeitung, bitte. Die kurze Einblick in deine Gemütslage, wie das war vor der Pause, euer 1-0 annulliert, dann 0-1, beide Male der Videoschiedsrichter und man merkte, dass die Partie auch dann durch solche Entscheidungen schnell auch kippen kann und man dann unsicherer wird, Hektik kommt auf, Pfiffe kommen von den Rängen. Wie hat es da in dir ausgeschaut? Wichtiger wird sein, wie es in der Mannschaft ausgeschaut hat und das hat gut ausgeschaut, sage ich mal, weil ich denke, die Entscheidung, wo ich der Meinung bin, dass er reguläres Tor war, weil er hat den Ball nicht an der Hand gehabt, muss man sagen. Da hat sich den freigeköpft. Dann das reguläre Tor, muss man sagen. Auch eine Entscheidung ist sehr, sehr hart, aber die Bursche haben das dann weggesteckt. Und ich glaube, dass es sehr wichtig war, dass wir kurz vor der Pause noch den Ausgleichstreffer erzielt haben und natürlich dann danach auch gleich nach der Pause nachgelegt haben. Aber wir haben ja zur Pause gesagt, also in Wahrheit geht das Spiel wieder bei Null los und uns kann keiner brechen. Und die Burschen haben es dann wirklich so umgesetzt, dass wir dann mit diesem Resultat aus dem Spiel gegangen sind und war eine gute Geschichte, weil es ja nicht nur meine Gemütslage, die entscheidend ist, das sind die Spieler, weil da gibt es mehr davon und die haben das dann auch wirklich sehr gut weggesteckt. Bitte. Ercan, wir waren die letzten Wochen, ich habe es jetzt nicht nachgezählt, es waren ein paar Partien ohne Tor, oft knapp dran, hast du gesagt, dann gab es einen Videoschiedsrichter. Wie weit beginnt man da zu hadern, zu zweifeln, wie kommt man dann raus und dann auch, wenn man so eine Situation hat, dass man ein vermeintlich reguläres Tor macht, ich möchte jetzt gar nicht werten und dann wird es wieder annulliert. Wie steckt man weg, wie bist du in den letzten Tagen und Wochen mit dieser ganzen Situation umgegangen? Ja, Fußball ist ein Mannschaftssport und bei uns lief es allgemein nicht, die Resultate haben nicht gepasst, natürlich haben wir probiert, Lösungen zu finden, unsere Stärken wieder in Vordergrund zu stellen und das haben wir heute gemacht und natürlich ist jeder von uns erleichtert. Wie gesagt, wir wissen, dass wir Qualität haben in der Mannschaft, das mussten wir nur am Tag legen, haben wir heute richtig gut gemacht, alle zusammen und deswegen bin ich glücklich. Gibt es noch weitere Fragen? Alexander Huber vom Kurier, bitte. Ercan, der Trainer hat von Anfang an sehr, sehr auf dich gebaut, dich immer forciert und jetzt, wie es zum ersten Mal nicht gelaufen ist oder trotzdem immer wieder dich aufgeboten war, dass das halt irgendwie auch vielleicht für dich eine besondere Motivation, dass du in einer Drucksituation dann vielleicht auch die Müdigkeit oder die Enttäuschung in der letzten Woche da überwindest und dann auch du sozusagen da was zurückgeben kannst für die letzten eineinhalb Jahre. Ja, ein gewisses Vertrauen muss da sein und das ist vorhanden und und so zahlt man es zurück. Und eine Frage an den Trainer. Du hast das jetzt sehr betont, ruhig beantwortet und auf die Mannschaft geblickt und gesagt, das ist wichtig, dass die nicht nervös geworden ist. Aber was du halt irgendwie gespürt, das war ja doch
sicher rundherum ein großer Druck. Es gibt es nicht oft, dass Rapid im Oktober an den letzten Platz fallen könnte. Hast du irgendwie gemerkt, dass irgendwas anders ist? In London hast du gesagt, ihr werdet euch genauso wie immer vorbereiten. War es tatsächlich so oder war es heute ein bisschen ein anderer Tag? Na, es war dasselbe Sonntag wie viele andere Sonntage auch. Natürlich mit einem wichtigen Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, weil einfach auch jeder gewusst hat, wenn wir nicht gewinnen, ist es so, dass du dann in Wahrheit über die Länderspielpause wird das nicht weniger werden. Und ich glaube, dass die Jungs in der virtuellen Welt verankert sind, ist ja dann auch nicht gut. Aber ich glaube, dass wir den Ball immer flach gehalten im Intern, dass wir eigentlich versucht haben, unsere Stärken wieder zu finden, beziehungsweise aufgrund der letzten Spiele, wo wir auch vielleicht das nötige Spiel nicht gehabt haben, dass wir da weiterhin aufgebaut haben. Oder ich gesagt habe, Jungs, also Fußball können Sie noch vorspielen. Uns fehlt dieses Erfolgserlebnis und das muss man zwingen. Und das haben sie heute dann wirklich gezeigt. Und deshalb bin ich sehr zufrieden mit den Jungs, weil sie einfach echt eine schwierige Zeit jetzt gehabt in die letzten Wochen natürlich und die Zeiten werden ja wahrscheinlich nicht einfacher werden in der Zukunft, weil ja eigentlich immer was gefordert wird und deshalb muss man stabil bleiben, was ich des Öfteren gesagt habe und wir sind es geblieben und das ist sehr, sehr wichtig im Profisport. Rainer Bartenschlager bitte von der Kronenzeitung. Dann stelle ich es direkt aufgrund der Tabellensituation wird natürlich über den Trainer diskutiert. Hast du die Hoffnung, dass die Diskussion damit jetzt einmal beendet ist vorerst? Das ist Ergebnissport, das wird immer diskutiert und natürlich ging es auch um deinen Job, um deine Position. Eigentlich auch an beide, auch an die Spieler, ob sie das mitbekommen haben. Hast du die Hoffnung, dass es mit der Leistung jetzt so ein Befreiungsschlag war, dass es jetzt auch mal ruhig wird und vorbei ist? Naja, ich denke mal, dass so ist, dass das nie vorbei sein wird. Also wenn Rapid dort steht, wenn ich jetzt sehe, dass wir vom dritten genau zwei Punkte weg sind, ist es so, dass man trotz allem dann immer in der Kritik steht. Und natürlich ist auch ganz klar, dass der Trainer in der Kritik steht, weil der ist ja vieles verantwortlich und deshalb habe ich mit dem Leben gelernt. Und entscheidend ist aber für mich, dass ich ruhig geblieben bin, dass man nicht dasselbe ist auch ganz klar. Aber ich habe, glaube ich, ein sehr gutes Verhältnis zur Mannschaft und ich hoffe doch, dass da die Jungs das gespielt haben, dass ich eigentlich einen den Druck nehmen will und dass ich einen nicht da irgendein so ein Lied vorsehen, wie es an Menschen geht, ja. Sondern sie müssen sich auf ihre Dinge besinnen und ich habe mein Ding zum Durchziehen. Und war mir natürlich schon bewusst, dass die Möglichkeit dann da gewesen wäre, wenn es nicht so grün war. Aber ich muss ehrlich sagen, ich war auch vor dem Spiel positiv, dass wir das heute gewinnen. So ehrlich bin ich auch. Also weil ich weiß, dass die Burschen oftmals in Drucksituationen das gut gemacht haben. Und deshalb haben wir jetzt zwei Wochen Ruhe, beziehungsweise können wir jetzt einmal trainieren. Ich meine, in Erzschuh wird es so nicht gefallen, dass er beim Team nicht dabei ist, aber mir gefällt es schon, weil man da ein bisschen andere Dinge mal wieder trainieren kann, von dem ich eigentlich in den letzten Wochen gesprochen habe, dass wir da ein bisschen was tun können, was uns für die nächsten Wochen dann helfen kann, natürlich. Gibt es noch weitere Fragen? Bitte. Didi, das war ein ganz ein wichtiger Sieg für dich. Das war der 50. im 100. Spiel. Damit hast du den Zocchi um ein Spiel geschlagen. Für interne Scherze. Den Erzschan hätte ich gerne gefragt, das waren die ersten drei Tore in der Bundesliga für dich, du sitzt so ruhig da, gibt es da innere Freude oder wie lässt du deine Freude raus? Ich glaube, das ist mein viertes Tor schon. Dein? Entschuldigung? Viertes Tor jetzt. Oder meinst du den Hattrick? Ja, den Hattrick habe ich gemacht. Ja, ist schön. Am liebsten würde ich jede Woche treffen, kann ich auch einmal treffen, das ist kein Problem. Hauptsache die Mannschaft gewinnt. Wann waren die letzten drei? In Horn waren es vier. Also, das kann ich sagen, Datenbank. Bei seinen persönlichen Dingen. Ich weiß alles. Ja. Jeden Assist, jedes Tor, jeden Schuss. Gibt es noch Fragen? Wenn all, na bitte. Ich hätte noch eine an den Erdschan, weil man hat es ja gehört und wurde auch von allen Seiten bestätigt, es hat immer wieder Interesse aus dem Ausland gegeben. Jetzt im Rückblick, wie sehr hat dich das aus dem Fokus gebracht, dass du eigentlich bis Anfang September nicht genau gewusst hast, wie es weitergeht? Man kann jetzt natürlich sagen, das muss der einzige Grund gewesen sein, weil sonst hast du vorher getroffen, jetzt triffst du wieder oder war es was anderes auch? Ich sage einmal so, die Situation war sicherlich nicht einfach, weil natürlich willst du ein bisschen Klarheit haben, aber
So ist das Profigeschäft und ich habe das gut weggesteckt und ich habe nie gesagt, dass ich woanders hin will. Ich bin zufrieden hier, ich bin glücklich, ich habe hier bei Rapid alles erreicht und bin hier groß geworden, bin hier zum Ercan Karaca geworden und deswegen bin ich sehr glücklich hier. Es wurde vielleicht mehr von uns darüber gesprochen, es gibt diese 2G-Regel, keiner hat gewusst, wie viele Zuschauer kommen, gibt es eine Unterstützung, gibt es keine Unterstützung. Wie fällt da jetzt euer Fazit aus? Es waren doch 10.200 Leute, es wurde auch gesungen, obwohl die organisierte Fanszene nicht war. Wie ist das am Spielfeld oder für dich darüber gekommen? War das die mehr, als man befürchten musste eigentlich oder eher alles okay so von der Stimmung her? Es ist so, dass natürlich Rapid sehr vom Fan lebt und die Kurven ist jetzt schon unglaublich, also da ist eine schöne Power dahinter. Ist so, dass auch die heute hier waren, haben auch Stimmung gemacht, muss man ganz ehrlich sagen, aber ich würde es mir wünschen, dass wir wieder ein volles Stadion haben, dass alle gemeinsam, dass wir eben diesen Sieg feiern können. Und ja, aber ich glaube, das ist das eine, was natürlich den Spielern vielleicht fördert war, aber ich sehe es jetzt von der anderen Seite, für uns war heute wichtig, wir hätten auch vor keinem Zuschauer heute, hätten wir die Punkte gebraucht, ja. Aber natürlich wissen wir ganz genau, was die Kurven für einen Radau Lärm machen kann und unterstützen ist und würde mir wünschen, wenn es wieder dabei wäre, natürlich. Dann gibt es zum Abschluss noch einen Terminhinweis für das kommende Wochenende. Am Samstag, den 9. Oktober, findet in Hütteldorf das 14. internationale Wiener Zuckerturnier statt. In diesem Sinne sagen wir vielen Dank und wünschen allen noch einen schönen Sonntagabend.